Bereits dreimal haben wir über die vier Jungkatzen bei Facebook berichtet. Die Tierpflegerin Susi, und die sitzt jetzt auch neben mir, mit der Flasche aufpäppelt. Jetzt haben wir alle quirligen Mäuse hier vereint. Susi, gib uns mal neue Informationen zu den Vieren. Also, denen geht es jetzt allen gut. Es war ja, eine hat ja ganz schlecht... Eine hat gar nicht mehr gegessen. Die musste ich dann schon mit der Spritze die Milch eingeben. Das ist jetzt alles wunderbar. Die isst sogar jetzt als erstes auch ein bisschen Dosenfutter schon. Und sonst geht es jetzt allen gut. Sind munter, wie man sieht. Sie werden immer quirliger. Sie werden immer quirliger, wie lange, ja. Wie lange denkst du, wird es noch dauern, bis die zur Vermittlung bereitstehen? Naja, mit 8 Wochen kriegen sie ja erstmal ihre Impfung. Ja. Und danach, dann 10 Tage später, können wir sie vermitteln. Wir konnten ja letzte Woche darüber berichten, dass Osti und Lotta, das sind ja auch zwei Facebook-Geschichten, definitiv über den Berg sind. Kannst du inzwischen auch schon sagen, die vier sind definitiv über den Berg? Ja, ich hoffe es. Wenn jetzt kein Schnupfen mehr kommt, oder, dann würde ich sagen, sind sie... Wie oft kriegen sie von dir jetzt und wie oft die Flasche? Also ich versuche es jetzt schon weniger zu machen und Dosenfutter hinzustellen, alle 6 Stunden und abends das letzte Mal jetzt um 10 und morgens um 6 das erste Mal. Das heißt, du kannst jetzt endlich auch mal durchschlafen. Ja. Wir werden natürlich weiterhin über diese vier Jungkatzen bis zur Vermittlung berichten. Dann als nächstes erstmal im 5. Teil über die vier Jungkatzen. Susi, dir danke ich und ja. Das Terror soll jetzt hier ein Ende haben. Weg ist er.